check gar nichts mehr. Egal. Dann nehmen wir den nächsten, I guess. Ganz ehrlich, ich porte mal ganz kurz. Also, ich hätte jetzt fast gedacht, das ist unterirdisch oder irgendwie so ein bisschen wie bei dem Sklavenhändler, den wir auch zuerst nicht auf der Karte gefunden haben. Aus Gründen, die keiner weiß. Sekunde. Ne, ist doch nicht der Paket-Typ. Ich dachte gerade schon, hat er nicht geklingelt. Ich muss ihm noch was mitgeben. Und der delivered etwas, was way too most expensive ist, um die draußen einfach liegen zu lassen. Ich bin irritiert. Gebiet finden. Kollege, Gebiet finden ist das Schlimmste, was du mir antun kannst. Wirklich, jetzt mal no shit. Das ist das Beschissenste, was du mir geben kannst. Gebiet finden. Hier sind doch eh überall Scharfschützen. Immer wenn ich den scheiß Vogel benutzen soll, sind die überall Scharfschützen. Man weiß es doch einfach. Man kennt das Problem. Es ist bekannt, jeder weiß das. Ich will mit meinen Augen suchen, Mann. Ich will schon wieder den Vogel benutzen. Verschaffen wir uns einen Überblick. Okay, whatever. Ah. Und das war eine Truhe, okay. Auch eine. Jetzt bin ich gespannt. The fuck? Kann ich jetzt überall eine holen? Pass auf, ich reise aus gutem Grund da nochmal hin. Ich habe da gerade eine Truhe drin gesehen, die wir entweder schon oder noch nicht oder wieder ausräumen können, konnten, wollten. Und zwei Davish-Artefakte. Kein Leder, was ich gerade wirklich brauche, aber okay. So, was kriegen wir das bei könnte jetzt? Mir passen. Ah. Nur blöd, dass es schon jemand trägt. Verkleide dich mit einem Anurentunika, nimm dir eine Tunika mit Gewalt. Niederschlagen, vielleicht nicht hier. Schaffen wir dich mal aus dem Weg. Oh, du liegst ja echt schlecht. Total unauffällig. Ist doch viel belebter als vorher. Geh mal aus dem Weg. Ich brauch die Ecke hier. Verstecke den Eunuchen. Hm. Hier? Okay, wild. Einsatz von Verkleidung. Eine Verkleidung kann an bestimmten Orten dabei helfen, nicht entdeckt zu werden, solange du unauffällig verhältst. Wirst du entdeckt, verschwinden in jeder Menge um die Täuschung, bla bla. Trage die Tunika. Okay. Yay. Ed.
der Brust. Und am Bauch. Wir sind zu fett. Lustig. Aber wir tragen immer noch eine Waffe. Mehrere Waffen sogar. Was, wenn wir jetzt angegriffen werden? Aus dem Weg. Ich bin ein verborgener Eunuch. Ich habe einen verborgenen... Nee. Das ist zu low. Ich muss mich vor meinem Partner sonst gleich verantworten, warum ich so schlechte Witze reiße. So, dann rein da. Ich bin gespannt. Hoffentlich klappt das. Ich bin mir sicher, dass wir klappen. Langsam. Kenne ich dich? Ich bezweifle es. Dies ist mein erster Tag. Ich käme nur ungern zu spät. Süß. Makira! Friede sei mit dir! Kennst du ihn, Makira? Ich... Was? Hast du mich bereits vergessen? Nein, ich... Es tut mir leid, der Tag war sehr... Schon in Ordnung, meine Schöne. Mein Gesicht vergisst man schnell. Im Gegensatz zu deinem. Farah erwartet mich. Unter uns. Sie macht mir Angst. Bitte lass mich nicht zu spät kommen. Lass ihn hinein, Abess. Dann habe ich das wirklich nur gesehen. Möge Allah dich segnen, Sayyidati. Unauffällig mit der Schärpe, dem Gash. Lass mal fett was essen. Was ist unsere Aufgabe? Durchsuche Quasis Arbeitsstube. Habe ich das tatsächlich bei Leander beobachtet, aber ich dachte, das wäre so früh beim Spiel gewesen. Oh, dürfen wir das? Sehr offensichtlich eigentlich. Was machst du da? Makira! Ich breche ein. Ich wollte nur... In Kabias Gemach einbrechen. Du bist kein Eunuch. Geh, oder ich sage es Nasrin. Oder Farah. Was willst du ihnen sagen? Dass du mich reingelassen hast? Ich bezweifle, dass sie das erfreuen wird. Du bist eine Kaharamana, oder? Du erfüllst die Wünsche der Konkubinen. Wann hat dich das letzte Mal jemand nach deinen Wünschen gefragt? Jemand, der nicht urteilt. Jemand, von dem du nie wieder hören wirst. Es muss doch etwas geben, das du brauchst, Makira. Oder willst. Da gäbe es schon etwas. Abess am Tor. Er hat nur Augen für Farah. Die Umalwalat. Mich sieht er nicht einmal an. Aber Farah benutzt Farbe, um ihre Augen größer zu machen. Und wenn ich die auch hätte, glaube ich, dass er... Sprich nicht weiter. Ich helfe dir. Echt, wo finde ich diese Farbe? Du willst Schminke haben. Im Lagerraum. Aber außer Nasrin darf dort niemand hinein. Farah vertraut ihr bei allem. Selbst bei ihrem Zaubertrank. Farah hat einen Zaubertrank? Nasrin trägt ihn für sie. Und Farah lässt ihn sich geben, wenn sie einen Schluck will. Alkohol. Sie bekommt Mundgeruch davon. Aber ich gebe alles, ihn selbst zu probieren. Und das wirst du auch. Und im Gegenzug, Makira? Was gibst du mir dafür? Einen Schlüssel. Den Schlüssel zu diesem Gemach. Den wir offensichtlich gar nicht brauchen. Augenfarbe und ein Zaubertrank. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ich glaube, da war noch was. Ich habe die Quest habe ich bei Leander beobachtet, aber ich wusste nicht, dass die so spät im Spiel kommt. Ich hatte ehrlich Farbe gesagt... Farbe für die Augen, ein Zaubertrank. Ernsthaft? Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass ich die entweder selber schon gespielt habe oder dass das noch kommt. Über die Welt, wie sie sein könnte, Schwestern. Farah, die Uma Al-Walda, hat uns verboten, die Aufständischen zu sprechen. Doch erkennt ihr nicht auch die Zukunft, die sie versprechen? Wir könnten durch die Welt jenseits dieser Mauern laufen. Kein Mann hier würde es wagen, uns aufzuhalten. Wir dürften ungebeten tanzen, singen und wenn uns danach zumute ist und wäre nicht diese Dienerin oder Gefäß eines Mannes, wir wären nicht mehr der Besitz eines Mannes. Unser Körper, unsere Entscheidung, unser Schicksal würden uns selbst führen. Das ist ja geradezu Hehlerei.
Schlangen im Heiligtum. Als sie mich den Armen meiner Mutter entrissen, waren die Gedanken an meine Schwester mein einziger Trost. Die Vorstellung von einer Welt der Frauen, die meine Zuflucht und meine Stärke sein könnten. Und das war sie auch eine Zeit lang. Doch nun hat sich eine Seuche verbreitet. Die Grausamkeit und der Ehrgeiz, der die Welt außerhalb unserer Mauern beherrschen, hat auch hier Wurzeln geschlagen. Meine Schwestern sind zu Schlangen verkommen. Ich möchte nicht zum Raubtier werden. Oder ebenso wenig möchte ich ihr Opfer sein. Nicht gut. Das ist alles nicht gut. Das auf der anderen Seite von der Wand ist noch was, oder? Ich kann mich hier einfach bedienen. Ich kann mich hier einfach bewegen, ohne dass irgendjemand meckert. Ein Wort von der Gefallenen. Kleines. Meine Rivalinnen werden mich bald verdrängen. Ich lehre sie Ehrgeiz. Ich lehre sie, die Stufen zu erklimmen. Ich kann mich nicht beschweren, wenn ich nun ersetzt werde. Du kannst nur aufsteigen oder abstürzen. Doch an dieser Mauer kannst du nicht auf deinem Platz verweilen. Wenn dich der Wind nicht von deinem Fleck vertreibt, dann die anderen bei ihrem eigenen Aufstieg. Verliere nicht den Halt. Denn unter dir lauert der Schlund des Chaos. Auch ich bekam seine Zähne zu spüren. Dir würde ich dasselbe gerne ersparen, Koliba. Ich wünschte irgendwie, wir kriegen jetzt noch vielleicht noch was anderes zu hören. Vielleicht noch irgendwas anderes Interessantes, irgendwas, was keiner weiß. Das haben wir schon gelesen. Ist da hinten auch. Ist eigentlich ganz cool hier, um noch mal ein bisschen so Background-Knowledge herauszufinden über die Einzelnen. Ja, ich sehe, wo ich was klauen muss. Das sind doch auch Typen, oder sind das auch Eunuchen? Gehst du zu den Kamelrennen? Ich glaube zwar nicht. Warum sollte ich Algebra lernen? Das werde ich nie brauchen. You would be surprised. Du, bitte sag, dass du Al-Kindi gelesen hast. Leider nein, Sayyidati. Liest heutzutage denn niemand mehr? Okay, gut. Ist hier halt nichts mehr, ne? Also, was ist dieser Zaubertrank? Alkohol. Verstehe. Alkohol. Muss ich dafür überhaupt hoch? Ich glaube nicht. Ich will es jedenfalls nicht riskieren, falls es nicht muss. Oben kommen wir wahrscheinlich später raus. Acht Meter. Ja, Leder. Guck mal. Vielleicht ist doch nicht alles umsonst. Ja. Ah, da ist sie. Größere Augen könnten meine Verkleidung aufwerten. Nein, bleib bei der Sache, Basim. Du brauchst den Schlüssel. Ich habe Trank und Farbe. Dann hole ich den Schlüssel ab. Muss ich nicht da hochkommen? Schade, das ist gar nichts. Ich dachte, cool, dann kann ich da hoch oder noch.
Oben ist aber auch nichts mehr Interessantes eigentlich, ne? Ja, ne, nur Wachen halt. Bitte sehr. Sinn. Oh, danke. Die anderen sagen, ich wäre zu jung für Farben und Tränke. Aber ich bin nicht zu jung, um zu erfahren, wozu sie sie benutzen. Natürlich nicht. Also, den Schlüssel? Sie wissen nur mehr als ich, weil sie dieses Buch gelesen haben. Der Garten und seine Geheimnisse. Es geht um Naturkunde, den Körper, seine Geheimnisse. Es ist berüchtigt. Hast du es gelesen? Nein. Farah bewahrt es in den Gemächern des Kalifen auf dem Dach auf. Na toll. Der Zutritt ist streng verboten. Makira, wir hatten eine Abmachung. Bitte, wenn du nur das Buch holen und in meine Kammer bringen würdest. Sie ist in der östlichen Ecke, links. Na schön. Aber dann den Schlüssel. Farbe, Zaubertrank und jetzt noch unzüchtige Bücher. Ich wollte den Diener spielen, nicht einer werden. Tja, tja, ja, ja. Warum zeigt er mir die ganze Zeit... Ach, da oben ist das Buch dann, ne? Ich dachte, es gäbe andere Gründe, warum er mir die anzeigt. Er wurde von Räubern überfallen, direkt neben der Meschid Burata. Ja, ganz schlimm. Das ist schwierig. Ach, warte mal, guck mal, mit der können wir auch reden. Du kommst gerade recht. Ich brauche eine ehrliche Meinung zu meinem Gedicht. Die 23. Strophe passt noch nicht. Was ist deine Strophe? Vergiss es, Kleingeist. Was ist eine Strophe? Ehrgeiz kennt kein... Du, Kabiha mag Pünktlichkeit nicht wichtig gewesen sein. Aber ich bin nicht so nachsichtig. Verzeih, Farah. Es wird nicht wieder geschehen. Farah? Für dich heißt sie Sayyidati. Oder Umm al-Walad. Und nun an die Arbeit. Abu Abdullahs Ehrgeiz kennt keine Grenzen. Aber gewiss glaubt er nicht mehr daran, den Thron zu besteigen. Kennst du seine Mutter? Wir haben keinen einfachen Weg nach da oben, ne? Da war die Treppe, okay. Time to go. Seufzt sich also, ja. Das hat mich ein ganzes Messer gekostet. Toll. Gut, also wir müssen eh nach oben. Ein bisschen zu laut, ein bisschen zu unvorsichtig. Hey! Ich lass dich deine Milz fressen! Hey! Hä? Try me. Mal abgesehen davon, dass ich kein Messerchen mehr hab sonst. Eins habe ich noch. Zwei kriege ich aus dem bestimmt nicht mehr wieder, sonst. Gib mir mein Messer zurück. Du dumme... Du dumme Spielmechanik. Oh Mann. Ich habe jetzt kein Messer mehr und jetzt brauche ich wahrscheinlich wieder eins, so wie ich das Spiel kenne. Scheiße. Zu viele Leute, warte. Es wäre mir gleich.
Wir müssen nur miteinander kämpfen. Ich glaube, dadurch würde ich nicht kommen. Bastard! Ich sehe gerade deren Werte nicht. Einer ist tot. Zwei ist tot. Okay. Okay. Kollege tötet er auch noch. Find out. Nun kannst du ruhen. Ah ja, entspannt für die, die können alle ruhen. Wir ruhen natürlich nicht. So, der läuft jetzt im Kreis, ist schön. Tendenziell jedenfalls. Ich weiß nur immer noch nicht, brauche ich Waffen, aber dass ich hier keine bekomme, ist halt wirklich kein Surprise. So. Ich glaube, du brauchst Hilfe. Lass mich dir helfen. Ciao. So. Waren das alle? Mal ganz kurz checken, bevor ich hier so confident rumlaufe. Doch, das waren ja alle. Jedenfalls hier oben. Jetzt ist nur die Frage, ob ich die Chance habe... Ah ja, stimmt. Ob ich die Chance habe, hier irgendwo Waffen herzubekommen. Ohne das hier zu verlassen, damit die wieder respawnen. Es muss einen anderen Zugang geben. Ja. Vermutlich. Gucken wir mal ganz kurz, ob der Zugang vielleicht nicht unbedingt... Ja. ...verlangt, dass wir gehen. Aber hier. Ach, okay. Eines Kalifen würdig. Ja. Der Garten und seine Geheimnisse. Ein zahmer Titel. Aber das war wohl die Absicht. Gesundheit ist voll, cool. Verzweifelte Maßnahmen, Saidi. Es tut mir leid, dass ich dich in deinem Refugium stören muss. Auch ich sehne mich nach den Bergen der Heimat, doch nur Narren fliehen, wenn sie keinen Ort haben, an dem sie sicher sind. Sollte diese Gefahr andauern, gibt es für uns beide keine Zuflucht. Ich habe Maßnahmen im Sinn. Ich bitte dich nur um dein Vertrauen, dass die Kosten dafür gut angelegt sind. Dein treuer Diener ebenso wie der des Kalifen. So, ja. Natürlich. Acht Leder. Ist es Zufall, was wo drin ist und wie viel? Ich schätze mal ja, ne? Aber von allen Wachen, die wir bisher hatten, waren das hier die wenigsten? Weit auseinander gespreadet, also viel Platz. Es
ist schon entspannt. Jetzt müssen wir nur noch die Davish-Artefakte finden. Ich muss jetzt mal die Treppe nach unten wiederfinden. Davish-Artefakte finden. Und ja, die Nachforschung fertig machen eigentlich, ne? Ich glaube, bis dahin haben wir auch genug Fertigkeitenpunkte, wenn wir hier alles abschließen. Wir haben gerade für die Nachforschung eben auch schon Punkte bekommen. Was ist hier? Bitteschön. Viel Spaß. Ja, ist so. Viel Spaß damit, Mann. Hoffentlich fallen ja nicht noch mehr Aufgaben ein. Nö. Ich fürchte, ich habe ein Monster geschaffen. Safe. Das Buch ist in deiner Kammer. Jetzt... Und? Sind meine Augen größer? Riesig. Makira, ich brauche den Schlüssel. Dieser Trank, er gibt einem Selbstvertrauen. Ich könnte es mit der ganzen Welt aufnehmen. Ja, ich kenne diesen Trank. Wir hatten eine Abmachung, Makira. Den Schlüssel. Jetzt. Warte, erst musst du den Trank zurück zu Nasrin bringen. Wenn Farah herausfindet, dass er fort ist, wird sie wütend. Dann gehört der Schlüssel dir, ich schwöre es. Meinetwegen. Trink etwas Wasser, während ich weg bin, ja? Sie lässt ihn einfach fallen. Das ist das letzte Mal, Basim. Setz dich durch. Ist so. Leg dich nicht mit einer Frau an. Schlechte Idee. Ich finde aber diese kleinen Interaktionen und Zettelchen und alles ganz cool, die wir hier so finden konnten. Hat das nicht funktioniert? Zurück an deinen Platz. Der Trank ist wieder zurück. Alles ist, wie es sein soll. Ja. Jetzt bekomme ich den Schlüssel von Makira. Und wenn ich ihn ihr aus der Hand reißen muss. Ich habe Angst, wenn jetzt irgendwas passiert. Erledigt. Meinen Teil zumindest. Danke. Seltsam, ich habe etwas Kopfschmerzen. Was passiert jetzt? Du gibst mir den Schlüssel. Ach ja. Hast du ihn nicht? Warte, fürchtest du echt? Kabiha? Was ist? Nein, nein. Ihr Stern ist erloschen. Das sagen alle. Ich hab nur Spaß gemacht. Hier. Endlich. Nun zur Suche nach Antworten. Ich erinnere mich an diesen Duft. Ich roch ihn auf dem Bazar. Und Diese. Vielleicht im Harem. Aber an wem? Die Frau. Eine Haarnadel. Die Haarnadel. Was? Wann hat Kabiha die bekommen? Ist sie der Kopf der Schlange? Ozean, Wüste, Kobra, Taube. Tobe wie das Meer, ich versüße deine Stürmen, brenne wie die Wüste, ich bade in der Glut, beiß zu wie die Kobra, doch in mein Herz fest. Steig auf wie die Taube, dann komm in mein Nest, wohin du auch gehst, so folge ich dir, wo immer du ruhst, dort ruhst. Ein signierter Gedichtband Aribs. Das Meer, die Wüste, die Kobra und die Taube. Eine Karte des Kalifats und von Alamut. Trotz all des Prunks ist der Raum nahezu leer. Es scheinen Dinge zu fehlen. Vor allem Kabiha selbst. Oh oh. Das klingt nicht gut. Was ist das? Was hast du ihr gegeben? Sie trinkt immer davon. Sie bat mich, es ihr zu geben. Es ist harmlos. Das nennst du harmlos, Nasrin? Du solltest gehen. Jetzt. Gib mir den Schlüssel. Was ist dir zugestoßen? Ich. Du hättest mich wirklich nicht mit der Flasche allein lassen dürfen. Ich durchsuche die Gemächer. Du kommst mit. Boah, ekelhaft. Ich schwöre. Ich habe ihr nichts getan. Das war dein Werk. Entspann dich. Niemand achtet auf uns. Sie werden mit dem Buch aus Nasrins Kammer viel zu beschäftigt sein. Nasrins Kammer? Der Garten und seine Geheimnisse. Nichts Anstößiges. Nur eine Abhandlung über einheimische Pflanzen und ihre Wirkung in Medizin, Gift und Kosmetik.
Belladonna. Schwarze Tollkirsche. In kleinen Mengen sehen die Augen wirklich wundervoll damit aus. Schade, dass ich alles an sie verschwenden musste. Boah. Was? Du hast gesehen, wie Farah und Nasrin allen Gift ins Ohr träufelten. Lügen und Gerüchte über meine Herrin. Ja, Kabiha. Stimmt. Die eine tot, die andere entehrt. Niemand wird mehr auf sie hören. Verräterisches Weib. Was bist du? Treu. In Kabihas Abwesenheit verteidige ich den Thron gegen jene, die sie ersetzen wollen. Sie hat einen Bogen auf ihr der Hand. Ihr Gemach ist leer. Auf ihrer Fessel. Sie hat dich verlassen, Makira. Du dienst einer abtrünnigen Herrin. Sie wird aus dem Palast zurückkehren, wenn die Gefahr vorbei ist. Mhm, klar. Das hättest du mir wirklich nicht sagen sollen. Das macht keinen Unterschied. Du wirst sie nie finden. Und nun, benimm dich. Es sind Kinder anwesend. Hübsches Gewand übrigens. Steht dir. Boah, was für eine... Ich wundere mich, dass wir nicht oben rausgehen müssen oder oben rauskommen. Aber wenn Kabiha an der Spitze des Ordens steht, könnte ich noch jene retten, die sonst durch sie leiden würden. Ja. Hinweis entdeckt. Fall geschlossen, Kabihas Reich. Alter, die war ja... Also ich dachte so, okay, die, ne, das hatte ich total vergessen. Auch als ich das bei Leander beobachtet habe, ich dachte so, okay, die ist halt ein bisschen, ne, so... Oh, ich möchte das auch ausprobieren. Ich möchte auch wissen, was das alles ist und so. Und dann so, bam, bam, ich habe dich voll benutzt.